Hi zusammen, Ingo hier. Heute ist Sonntag und ursprünglich war mein Plan, nichts zu tun, weil es ist Sonntag, mich dort auf die Couch zu setzen und ein bisschen rumzugammeln und vielleicht den oder die eine oder andere auf WhatsApp zu nerven. Und dann habe ich mir so gedacht, warum soll ich das Ganze limitieren, wenn ich euch doch alle nerven kann? Genau das mache ich jetzt. Lasst euch von der, ne, da hinten und so nicht irritieren. Ich bin schon in den Weihnachtsvorbereitungen. Mehr sage ich dazu jetzt aber erstmal nicht. Der Grund des Videos. Neben Langeweile ist, ich war shoppen in den letzten Tagen. Normalerweise mache ich keine Neuzugänge-Videos, weil ich habe die Bücher ja noch nicht gelesen, deshalb kann ich da nur bedingt viel zu erzählen. Aber ich glaube, die letzten Wochen habe ich so ein bisschen übertrieben und daran lasse ich euch jetzt teilhaben. Oh je. Den Auftakt macht heute ein gebrauchtes Buch. Christian, schlagt mich bitte nicht. Ich habe es gebraucht gekauft. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Das Buch ist noch in D-Mark gekennzeichnet. Das ist ja interessant. Sag mal, sind wir wirklich schon so alt? Boah. Und zwar Buffy im Bann der Dämonen, das inoffizielle Fanbuch über die neue Kult, über die neue Kultserie und ihre Hintergründe. Das Buch ist, ich glaube, zur ersten Staffel hier in Deutschland erschienen und geschrieben wurde es unter anderem von Christian Lukas und Sascha Westphal, beides Wittener. Und Christian ist ein sehr guter Freund von mir, ein Schulkollege. Und deshalb Schande über mein Haupt. Christian, sorry, aber ich muss gestehen, ich habe es Gebrauch gekauft. Muss ich jetzt mitleben. Ich weiß, es ist eins deiner Bestsellerbücher. Deshalb lese ich jetzt auch nicht draus hervor. Ich lese mal den Klappentext vor, damit man weiß, worum es überhaupt geht. Es kann ja sein, dass es da draußen tatsächlich Leute gibt, die noch nie was von Buffy gehört haben. Eigentlich hätte Buffy gerne die gleichen Probleme wie ihre Mitschüler. Pickel, Partys, Pauker. Dummerweise ist sie aber zu höherem berufen und muss sich Nacht für Nacht mit Vampiren, Dämonen und ähnlichen Unsympathen herumschlagen. Seit der ersten Episode begeistert die Serie Buffy im Bann der Dämonen weltweit ein Millionenpublikum. Buffys Abenteuer sind längst Kult, aber was steckt dahinter? Gibt es die Mächte der Dunkelheit vielleicht doch? Wie hält man sich einen Untoten vom Hals? Und außerdem, wer ist der geheimnisvolle Angel? Wie schnetzt man sich einen handlichen Holzpfahl? Können Buffys Abenteuer auch in einer deutschen Kleinstadt stattfinden? Dieses inoffizielle Buch von Fans für Fans erlaubt endlich einen Blick hinter die Kulissen des TV-Phänomens mit ausführlichen Episoden-Guides, Star-Infos, witzigen Insiderwissen und spektakulären Hintergrundberichten aus der Welt des Ungewissen. Buffy im Bann der Dämonen. Wie gesagt, noch in D-Mark. Von wann ist das Buch? Ja, auf jeden Fall hat es eine fünfstellige Postleitzahl im Impressum. Das ist ja schon mal was. 1999. Nummer 1. Jetzt ein Buch, das schon länger auf meinem Schirm war. Ich bin ewig dran vorbeigegangen und jetzt war es dann halt fällig. Hex von Thomas Olde-Heuwelt. Heute gibt es Klappentexte. Ich habe die Bücher noch nicht gelesen, deshalb gibt es jetzt Klappentexte. Ich versuche mich nicht zu verlesen. Das geht schief, das weiß ich jetzt schon. Du sollst den Ort nicht verlassen. Du sollst keine Fremden einladen. Du sollst nicht über die Hexe sprechen.
Auf dem ersten Blick ist Black Spring im idyllischen Hudson Valley eine amerikanische Kleinstadt wie jede andere. Und dennoch liegt ein dunkler Schatten über dem Ort. Seit über 300 Jahren gehört die blinde Black Rock Witch zum Alltag der Bewohner. Deshalb gelten strenge Regeln, denn eine Prophezeiung besagt, dass der Tag, an dem die Hexe ihre Augen öffnet, der letzte Tag von Black Spring sein wird. Doch dann veröffentlichen 4 Jugendliche heimlich ein Video der Hexe im Internet. Und der Horror beginnt. Gruselig und perfide, mit Hex hat Thomas Olde Heuwild ein Horrorschocker par excellence geschrieben. Thomas Olde Heuwild. Mit einem Zungenbrecher Klappentext, der sich gewaschen hat. Die blinde Black Rock Witch. Die blinde Black Rock Witch. Die blinde Black Rock. Die blinde Black Rock Witch. Ja, ich mach mal weiter. Das nächste Buch ist nicht wirklich ein Horrorbuch, sondern eher ein unheimlicher Thriller. Laut Klappentext. Und zwar geht's um Mats Strandberg. Das Heim. Ich habe von Mats Strandberg die Überfahrt gelesen im Sommer und war total geflasht. Mir hat das Buch so richtig gut gefallen. Mir hat die Schreibe total gut gefallen. Der Aufbau des Buches hat mir gut gefallen. Und dann stöber ich so in der Buchhandlung und sehe auf einmal vor mir liegen. Und ich denke so, also mal abgesehen von diesem großartigen Cover, denke ich so, Mats Strandberg, hast du schon mal gehört? Und da macht es dann halt Klick, von wegen, ah, die Überfahrt, oh, mitgenommen. Und erst auf dem Weg nach Hause den Klappentext gelesen. Sie war auf der anderen Seite und hat das Grauen mit zurückgebracht. Zum ersten Mal seit 20 Jahren fährt Joel wieder in seine Heimatstadt, um seine demenzkranke Mutter zu pflegen. Nach ihrem Infarkt bringt Joel sie schweren Herzens im Seniorenheim unter. Schon bald verschlechtert sich Monikas Zustand dramatisch. Sie magert ab, wird ausfallend und spricht dunkle Geheimnisse aus, von denen sie eigentlich nichts ahnen kann. Joel erkennt seine Mutter kaum wieder und in ihm wächst die Gewissheit, dass etwas Böses sich den Weg in unsere Welt bahnt. Das Heim ist der neue unheimliche Thriller von Literaturspiegel-Bestsellerautor Mats Strandberg. Ja, und auch hier wieder der Aufkleber, das war ja schon im vorigen Buch so, der schwedische Stephen King. Ich würde sofort lesen wollen, aber das ist, ich habe hier noch andere Bücher. Dann, mein Gott, endlich. Leute, lest mehr Christopher Moore. Der neue Christopher Moore ist da und ich. Ein unglückseliger Barkeeper. Eine Blondine mit scharfen Kanten und gefährlichen Kurven. Und ein kleiner Alien. San Francisco 1947. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass eine rätselhafte, anmutige Blondine namens Stilton in den verlotterten Laden kommt, in dem Sammy Two Toes Tiffin Gin ausschenkt. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Aber bevor Sammy den ersten Schritt machen kann, betritt ein General der Air Force aus Roswell den Saloon. Er hat einen eiligen Auftrag, den Sammy nur widerwillig annimmt. Denn eigentlich hat er ganz andere Dinge im Kopf. Doch als Stilton kurz darauf spurlos verschwindet, geht es ihm ohnehin erst einmal nur noch darum, seine Traumfrau zu retten. Der Playboy schreibt, sollte es noch einen witzigeren Autor geben, möge er vortreten. Ja, meine Rede. Ich bin auf gleichem Kurs wie der Playboy. Ist das nicht großartig? Christopher Moore ist neben King mein Lieblingsautor. Völlig andere Genres, weil, so wie der Klappentext schon ahnen lässt, es ist ein, wie sagt
Angela so schön, ein humorvolles Buch. Hi Lana. wo war ich? Urkomisch, skurril, absurd, mit Tiefgang. Also jetzt nicht, hier weiß ich es noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, weil bisher waren alle Christopher Moore-Romane in diesem absurden, tragischen, witzigen, habe ich schon absurd gesagt, skurrilen Genre zu Hause, mit Fantastik, ganz klar mit Fantastik dabei, und er baut eine eigene Welt. Ich freue mich, also das ist, yes, 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 yes. So, von wegen übersinnlich. Ich habe es endlich, bist du scharf? Ja, ich habe es endlich getan. Ich bin so lange um dieses Buch umgeschlichen. Das ist schon nicht mehr feierlich. Ich in Leipzig auf der Buchmesse stand ich mit Florian beim Buchheim Verlag und ich bin wirklich um das Buch herumgestromert und wollte es mitnehmen. Aber zu dem Zeitpunkt lief ja noch die No-Buy-Challenge, zu der ich übrigens noch mal was sagen muss demnächst. Und wie gesagt, also seit März tatsächlich. Und dann war es jetzt tatsächlich endlich fällig. Christopher Golden, Der Fährmann. Aus dem Buchheim Verlag in einer wirklich sehr, sehr hübschen Ausgabe. Ich freue mich riesig über das Buch. Klappentext. Clive Barker meint, eine starke, eindringliche Erzählung. Peter Straub, Golden ist einer der talentiertesten Schriftsteller seiner Generation. Unter Klappentext sagt, die Ebenen der Realität verschieben sich, als ein uralter Mythos auf furchtbare Weise lebendig wird. David und Janine, die nach einem quälenden Verlust wieder zueinander finden, müssen sich den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen und den brüchig gewordenen Glauben an sich und ihre Welt wiederfinden. Intelligenter Horror mit emotionalem Tiefgang von Christopher Golden, einem der vielseitigsten Autoren des Genres. Kongenial illustriert von John Ho, bekannt für seine Visualisierung der Werke J.R.R. Tolkiens und sein Mitwirken an Peter Jacksons Filmtrilogie Der Herr der Ringe. Der Fährmann. Von wegen lange um ein Buch herumgeschlichen. Das folgende Buch, so hört man mich, das folgende Buch habe ich beim Booktuber-Treffen in Münster, waren wir, im Sommer in den Händen gehalten und dachte mir so, nee, ist mir zu teuer, nehme ich nicht mit, weil ich hatte mir ja mal so eine Marke gesetzt, wo ich dann gesagt habe, ich gebe nicht mehr als 20 Euro für ein Buch aus. Das habe ich hiermit ja auch schon gesprengt. Aber für ein, lass mich kurz gucken, 200, sagen wir mal 240 Seitenbuch fand ich 20 Euro plus jetzt tatsächlich etwas sehr streng. Teuer. Dennoch, ich hatte glücklicherweise Gutscheine und deshalb diese Masse an neuen Büchern, was ich ja normalerweise nicht tue. Aber wie gesagt, ich hatte Gutscheine und dann habe ich das Buch mitgenommen. Nicht zuletzt, weil Dirk, hi Dirk, mir dankenswerterweise nochmal oder mich nochmal auf das Buch hingewiesen hat. Und zwar geht es um David Mitchells Slate House. Auf der einen Seite einer hohen Mauer liegt eine kleine feuchte Gasse, auf der anderen ein sonnenbeschienener Garten, dazwischen eine schmale schwarze Pforte. Du brauchst sie nur zu öffnen. Willkommen im Slate House. Die Times. Sollten Sie David Mitchell noch nie gelesen haben, Slate House ist die Einstiegsdroge. The Independent. Aber seien Sie gewahrt, dies ist keine Bettlektüre für zarte Gemüter.
So, eigentlich sollte es damit erledigt gewesen sein. Ich war mir bewusst, das sind jetzt wie viele Bücher? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher gewesen. Und ich muss die auch irgendwann mal lesen. Ich will die auch lesen, weil da sind, ich will diese Bücher lesen. Deshalb habe ich sie mir gekauft. Da ist unter anderem mein Lieblingsautor dabei. Ich will die jetzt lesen. Was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, sondern erst 2 Tage vorher gemerkt habe, Candace Fox war am Freitag bei uns in der Stadt. Und Candace Fox, die ich seit dieser Reihe toll finde, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Candace Fox kommt aus Australien. Wann habe ich die Gelegenheit, Candace Fox tatsächlich mal über den Weg zu laufen, um mal Hallo zu sagen, um mal Danke zu sagen, um ihr die Hand zu geben und so einen waschechten Freakout vor ihr hinzulegen? Vor allen Dingen, nachdem ich sie auf der Messe in Leipzig halt verpasst habe. Ich hab's nicht. Einen Tag später hat mir jemand über Facebook oder so geschrieben. Und hast du ein Autogramm von Candace Fox gekriegt? Wie, die war hier? Ja, die war da. Ja, da habe ich sie verpasst. Und deshalb ging es gar nicht anders, wenn sie schon in meiner Heimatstadt ist, in dieser Stadt, dann muss ich da vorbei. Sie hat, also das ist ein altes Buch, das gilt nicht. Deshalb tue ich das jetzt wieder weg. Aber sie war in der Stadt, um ihren neuen Roman vorzustellen, der letzten Monat, glaube ich, rausgekommen ist. Und zwar Redemption Point. Also ich habe es natürlich dann gekauft. Zusammen mit dem Hörbuch. Und da das der zweite Teil ist und ich den ersten noch nicht gelesen habe, ja, da bin ich gerade auch schon tatsächlich bei. Und es ist genau das, was ich erwartet habe, großartig. Aber was ist denn das eigentlich? Was ist Crimson Lake bzw. Redemption Point? Ach, sehr schön. Die Mörderin und der Staatsfeind Nummer 1. 6 Minuten. Mehr braucht es nicht, um das Leben von Detective Ted Concaffey vollständig zu ruinieren. Um der gesellschaftlichen Ächtung zu entgehen, zieht er nach Crimson Lake, eine Kleinstadt im Norden Australiens. Dort trifft er Amanda Farrell, die weiß, was es heißt, Staatsfeind Nummer 1 zu sein. Vor Jahren musste sie wegen angeblichen Mordes ins Gefängnis. Nun ist sie Privatdetektivin und braucht bei ihrem neuen Fall ausgerechnet seine Hilfe. Auftakt einer Reihe um die beiden, ich nenne sie mal Ermittler, John Concaffey und Amanda Farrell, wieder mal so ein sehr widersprüchliches Team, wo so zwei Welten aufeinander prasseln, die dann doch etwas eint. In dem Fall eine Mörderin und der Staatsfeind Nummer 1. Ich bin am Überlegen, ob ich erzählen soll, was es mit diesem Staatsfeind Nummer 1 zu tun hat. Ich bin jetzt auf Seite noch keine 80, 79. Und man weiß, worum es geht. Da werde ich dann halt vielleicht dann doch eher drauf eingehen, wenn ich die Reihe gelesen habe, beziehungsweise die ersten zwei Teile. Ich habe keine Ahnung, ob ein dritter Teil rauskommt. Ich war auf der Lesung zum zweiten Teil der Reihe und natürlich wurde dort über dieses Duo, über diese zwei Ermittler gesprochen und auch so ein bisschen auf die Hintergründe eingegangen. So richtig gespoilert wurde man halt nicht, aber man wusste, was halt auch sehr gut ist, in welche Richtung das Ganze dann halt geht. Spoiler war es halt nicht, aber
ich will euch jetzt auch nicht den Spaß nehmen, um selbst herauszufinden, worum es in Crimson Lake halt geht. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir die Bücher halt auch signieren zu lassen, und ich bin glücklich und stolz und so, und das war toll. Das war sehr schön. Ja, Selfie habe ich mich nicht getraut. Ich habe mich tatsächlich nicht getraut. Ich hatte so einen richtigen Fan-Freakout. Dennis, hi Dennis, war dabei. Und hätte sich vielleicht sogar angeboten, ein Foto zu schießen. Und er war halt auch am Drängeln. Mensch, mach doch. Und nee, komm, nee. Und war ich da so am Rumzicken. Beinahe hätte ich es vergessen. Guck mal. Das da. Das ist ein Lesezeichen. Eine Senftube. Frenze, danke. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen. Alles, was ich dort gekauft habe, sprich die zwei Bücher und auch die CD, mir signieren zu lassen. Und ich bin super happy. Hier haben wir einmal die Unterschriften von Kenneth Fox und Uwe Teschner, der das deutsche Hörbuch eingesprochen hat. Die Bücher habe ich mir halt auch unterschreiben und signieren lassen. Also, ich bin glücklich. Beyond Belief, ein bisschen Smalltalk und so. Ich habe mehr rumgestammelt und ich habe kein Problem damit, Englisch zu sprechen. Ich bin das durch meinen Job nicht wirklich gewohnt, aber es passiert halt häufiger, dass Verständigungsprobleme halt auftauchen und ich dann mich mit dem Kunden dann halt auf Englisch und halt auch dann mal so Smalltalk auf Englisch führe. Wenn ich dann aber vor jemandem stehe, den ich bewundere, und dann fehlen mir ja schon im Deutschen die Worte, und auf Englisch war das war Fremdschämen. Also ich kann mich ja nicht selbst, ich habe mich geschämt. Ich bin gestorben. 1000 Tode. Hab das auf Instagram dann halt auch gepostet, und weil ich die Autorin Candice Fox halt auch getaggt hatte, hat sie das halt gelesen und hat es dann nochmal reagiert, und dann hatte ich Freakout Nummer 2, musste dann aber herzlich drüber lachen, und das macht die Bücher noch cooler, finde ich. Also wenn man so einen persönlichen Bezug hat, dann wird es halt nochmal, dann geht es nochmal eine oben drauf. Kennt ihr das? Wart ihr schon mal auf Lesung, oder standet ihr einem Autor, den oder einer Autorin, die ihr bewundert, gegenüber und habt euch was signieren lassen, und wie findet ihr dann im Nachhinein das Buch? Aber in dem Fall, also ich schwärme. Heute Sonntag, die Lesung war am Freitag, ich bin immer noch am Schwärmen. Und ich muss jetzt an dieser Stelle hier, ich finde kein Ende. Das waren meine Bücher. Nicht aus dem letzten Monat, sondern aus den letzten 2 Monaten. Das waren meine letzten Bücher, die ich mir vor Weihnachten gekauft habe. Fast 100%ig sicher. Weil es könnte nochmal passieren, dass ich nochmal Secondhand shoppe. Aber dann reiße ich mich zusammen. Die Weihnachtsdeko hinter mir hängt nicht ohne Grund schon da. Ich habe Großes vor. Ich werde es noch nicht näher benennen. Ich innerlich platzig, weil ich das doch ganz gerne rausposaunen möchte. Ich halte mich aber geschlossen. Lasst euch überraschen. Weil wenn nichts passiert, habe ich nichts gesagt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin, schönen Tag noch. Viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt noch vorhabt. Macht gut. Ciao.